Morgens in Köln-Delbrück. Ein Mann versetzt die Anwohner in Angst und Schrecken. Hey. Siehst du schon mal? Ja, ja. Mit dem Basie? Okay. Sieht nicht gerade aus, als sucht er hier Freunde, ne? Nee, hat er dann noch da eine Tasche? Keine Ahnung, ich hoffe nicht, dass er noch andere Waffen dabei hat. Okay. Wir hatten Hinweise aus der Bevölkerung, dass hier in der Gegend jemand herumschleichen soll. Wir haben auch nach kurzer Zeit einen Verdächtigen hier auf einem privaten Grundstück gesichtet. Sah ein bisschen martialisch aus, nämlich mit einem Baseballschläger. Hallo. Nehmen Sie Polizei. Das mal. Nee. Hey. Hey, bleiben Sie mal stehen! Bleib doch mal stehen, Mensch! Da kommen Sie nicht weiter! Jetzt, was soll das? Gehen Sie mal da in die Ecke. Stellen Sie sich mal dahin. Und dann ist er auch noch vor uns weggerannt. Allerdings hat er uns dann eine so haarsträubende Geschichte erzählt, dass erstmal der Vorgang in den Hintergrund gerückt ist und das, was er uns erzählt hat, absoluter Dringlichkeit bedurfte. Meine Freundin Anna wohnt hier und sie hat so einen aggressiven Freund. Der schlägt sie, der schlägt ihre Tochter. Und ich wollte sie heute abholen, damit sie sich endlich trennt von ihm. Weil alleine trennt sie sich nicht, weil der schlägt sie sonst tot. Ja? Vorgestern, da haben wir uns heimlich getroffen, da hatte sie ein blaues Auge. Und eine Woche davor hat er sie hier überall Schürfung und so weiter. Er versäuft das ganze Geld von ihr. Sie kann sich nicht mal eine Krankenversicherung leisten. So, wir überprüfen jetzt einfach mal, ob Ihre Story so stimmt. Bis dahin würden wir Sie bitten, hier zu warten. Ja? Genau. Okay. Was hältst du von der Geschichte? Bin ich mal gespannt jetzt. Ob er hier den Samariter spielen will? Ich meine, wir haben eine Kindeswohlgefährdung. Da kommt einer. Hallo? Was machen Sie hier? Sie sind der Herr? Ich bin Herr Freund. Was machen Sie auf meinem Grundstück hier? Was soll das Getöse? Ja, wir haben hier ein kleines Problemchen, ne? Okay. Wir haben gehört, Sie schlagen Ihre Frau und Ihre Tochter. Deshalb würden wir uns gerne drinnen mal umsehen. Bitte was? Ja, Sie haben ja ganz richtig gehört. Ich habe keine Tochter und ich schlage bestimmt nicht meine Freundin. Sehen Sie, das ist doch eine optimale Gelegenheit, uns in Ihr wunderschönes Haus einzuladen. Und wir sehen uns da mal um und gucken, dass hier auch nicht so ist, wie ist wir sonst noch haben. Jemand im Haus? Meine Freundin ist im Haus, aber ich wüsste jetzt nicht, warum jetzt. Wer ist das überhaupt? Was will er hier? Ist völlig egal. Ja, das werden wir ja gleich sehen, wer Sie sind. Wir müssen uns einmal im Haus umsehen, dass alle, die im Haus sind, denen auch gut geht. Nee. Doch, tut mir leid. Doch. Nee, also da war ich jetzt von meinem Haus nicht gebraucht. Pass mal auf. Eventuell liegt hier eine Kindeswohlgefährdung vor. Das heißt, es besteht Gefahr im Verzug. Was? Ja. Und genau deshalb betreten wir jetzt Ihre... Also, tut mir leid, hier ist wieder... Doch, deshalb betreten wir jetzt Ihr Haus. Immer wenn ich in meinem Berufsleben bisher mit Gewalt gegen Kinder oder auch gegen Frauen konfrontiert wurde, dann merkt man automatisch, gerade auch wenn man selber Vater ist, da liegt irgendwo ein Schalter um und das nimmt einen dann emotional doch besonders auch mit. Also immer Gewalt gegen Kinder oder Frauen, da wird man auch als Polizist, muss man dann schon aufpassen, dass man da nicht die Beherrschung verliert. Hallo? Ist hier noch jemand? Was eine Unverschämtheit ist, das überlassen Sie bitte uns. Ich habe Sie eben gefragt, ob jemand hier im Haus ist. Hey, hallo. Okay, bleiben Sie mal hier. Das ist ja wohl nicht wahr, oder? Ein blaues Auge. Das ist geschminkt. Wir haben Schminken gespielt. Es gibt Sachen, da hört es auf. Also bei Kindern... Das da schwimmt mir der Kamm. Das ist geschminkt. Gucken Sie doch mal hin. Das ist blaue Farbe. Zeig mal die Finger. Das ist wirklich Farbe. Das ist Farbe. Ja, meinst du, ich schlag Kinder, um Gottes Willen. Wo ist denn die Mutter? Wo ist deine Mama? Die ist nicht da. Die ist nicht hier? Nee. Okay. Wer ist hier sonst noch im Haus? Wir haben eben was von einer Freundin gesagt. Wo ist die? Irgendwo hier im Haus. Keine Ahnung. Ich guck mal eben. Ist gut. Hallo? 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 Ach, na gut. Hallo? Haben Sie mich jetzt erschreckt? Was machen Sie denn? Ich habe geklopft, aber wir haben ein kleines Problem. Und es ist auch gut, dass ich jetzt momentan mit Ihnen hier alleine reden kann. Wir haben Hinweise, dass Sie geschlagen werden und Ihre Tochter. Und dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Nein, Entschuldigung, ich weiß jetzt gar nicht, wie Sie drauf kommen. Kennen Sie einen Herrn Gerber? Nein, das sagt mir nichts. Der hat uns das gerade mitgeteilt. Der hat auch draußen gewartet. Der wollte Ihnen quasi hier zur Flucht verhelfen.
Fällt Ihnen jetzt vielleicht was ein? Seit Tagen lungert da draußen ein Mann rum. Der läuft mir hinterher, der belästigt mich am laufenden Band. Ich kann mir nur vorstellen, dass er jetzt dahinter steckt. Aber dann, ich bitte Sie echt, da irgendwas dagegen zu machen. Das ist ein richtiger Psychopath, der hat sich bestimmt wieder irgendwas ausgedacht. Wobei, das ist jetzt echt die Höhe. Der hat, glaube ich, draußen mit einer Reisetasche. Also, die hatte er zumindest dabei und wollte Sie damit und Ihre Tochter hier quasi aus der Hölle herausholen. Vielleicht kommen Sie mal mit nach vorne. Da ist auch mein Kollege. Stellen Sie sich, ne? Passen Sie auf. In diesem Sachverhalt schien überhaupt nicht zu sein, wie es uns geschildert wurde. Alle paar Sekunden änderte sich eigentlich der tatsächliche Sachverhalt. Ich bin dann im Haus auf die Anna Pütz getroffen. Die soll ja laut Aussage von dem Herrn Gerber da unter dem Patriarchat des Mannes gelitten haben, unter Schlägen, unter Demütigung. Aber die hat das alles abgestritten. Im Gegenteil, die hat behauptet, dass sie einen Stalker hat. Und das warf natürlich wieder ein ganz anderes Licht auf die Geschichte. Ja. Wer ist das jetzt? Wer ist das? Warten Sie bitte einen Moment. Hi. Hallo. Hi. Wer sind Sie denn jetzt? Wo ist die Lea? Warum ist hier so viel Polizei? Ich weiß auch nicht, was hier los ist, ganz ehrlich. Herr Gerber, gut, dass Sie da sind. Wie siehst du denn aus? Wie, Moment, das ist jetzt Ihre Tochter? Schon gespielt. Okay, jetzt. Geht das weg? Müssen wir das Thema aufklären. Wie, das ist jetzt Ihre Tochter? Das ist meine Anna, Tochter. Anna, du hast erzählt, Lea ist deine Tochter. Hallo? Das ist nicht deine Tochter. Ich weiß nicht, was er will. Wer ist sie denn? Bisher, also, einen Moment, hallo. Wer ist denn der Mann hier überhaupt? Hallo. Stopp, jetzt reden wir wir, okay? Ja, ich will hier nicht Ohnsorg-Theater. Wer ist wer und wo ist was? So eine Verwechslungskomödie. Also, für mich. Sie wohnen hier mit Ihrer Frau? Richtig. Ja. Okay, das ist Ihre Tochter? Nein, das ist meine Tochter. Das ist Ihre Tochter. Ja. Was macht die bitte hier? Das ist die Tagesmutter meiner Tochter. Ja. Und sie wird regelmäßig hierher gebracht? Sie kommt regelmäßig Tagesmutter? Hierher. Du hast gesagt, Lea ist deine Tochter und sie wird von ihm auch verprügelt. Und überhaupt, was? Wo ist dein blaues Auge überhaupt? Sind denn hier eigentlich alle verrückt? Vorgestern hattest du ein blaues Auge. Wo ist das überhaupt? Hallo. Hallo. Stopp. Wie ist Ihr Name? Anna Pütz. Anna Pütz. Also hier haben wir auf jeden Fall noch Bewilligung der Grundsicherung. Anna Pütz. Dafür wohnen Sie aber recht fürstlich hier, ne? Für Jobcenter, muss ich sagen. Da gibt's doch nur kleines Geld, ne? Neuen Fernseher. Ich bin Unternehmer, ich verdiene mein eigenes Moment, Geld. Moment. Einen neuen Fernseher für 1.500 Euro. Wie 1.500 Euro? Dafür war das Geld, oder wie? Ich dachte, das ist für die Arztrechnung, hast du erzählt. Wieso Arztrechnung? Können wir das mal? Schauen Sie, ne? Wir sind ja quasi hier ganz neu in diesem Spiel drin. Wir möchten das aber auch gerne verstehen. Sie haben der Dame 1.500 Euro gegeben? Richtig, genau. Sie hat erzählt, sie braucht es für die Arztrechnung, weil der tolle Freund alles versäuft. Und, hier, und, seine Tochter und sie schlägt. Genau, richtig. Was für ein Blödsinn. Richtig, ja. Darf ich dich noch mal was fragen, Lea? Ja. Dieses blau geschminkte Auge, hast du das öfter? Ja, wir spielen eigentlich ganz oft schminken. Ich hatte ja schon mal hier was und hier und auch ein Bein. Wirklich? Mhm. Aber das weißt du doch. Das hat sie bestimmt schon öfters erzählt. Nein, das hat sie mir nicht erzählt. Ihr spielt aber nicht nur Krankenhaus, sondern ihr spielt dann auch noch mit irgendwelchen netten Herren irgendwelche Spielchen um 1.500 Euro. Kann ja wirklich wahr sein. Du hast gesagt, du bist verliebt in mich. Lea, hast du den Mann schon mal gesehen? Ja, hast du den Mann schon mal gesehen? Kennst du den? Ja, den habe ich manchmal mit der Anna gesehen. Ja, während mein Kollege und ich eigentlich noch diese Geschichte am Zusammenbasteln war, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Wird hier gestalkt von dem Herrn Gerber? Oder hat der Gerber recht und die Frau wird dort drangsaliert und hatte vielleicht Angst, uns die Wahrheit zu sagen? Aber plötzlich kam die echte Mutter von der Lea rein. Die Lea sagte, sie wurde da schon öfter mit Verletzungen geschminkt. Also von daher war klar, hier lag eine Betrugsmasche vor. Was hier nämlich passiert ist, das scheint ja ziemlich eindeutig. Ja, Sie gucken wie 7 Tage Regenwetter. Ne? Sie müssen jetzt nicht denken, nur weil ich Polizist bin, ne, und einen Hammer in der Hand habe, dass ich nur Nägel sehe. Aber in diesem Fall treffe ich da wohl auch auf den Kopf. Das war eine ganz üble Betrugsmasche, die Sie hier abgezogen haben. Ich habe nichts gemacht. Nee, ich hab niemanden bestohlen. Bitte? Wenn er so ein Trottel ist und mir das Geld gibt, also... Ja, der Trottel... Trottel? Und der Trottel ist ein gutherziger Mann, der auch ein Kind sieht mit Verletzungen. Dann wären wir ja alle Trottel. Der Kollege wäre ein Trottel, ich wär ein Trottel. Weil wir hätten das jetzt auch für ernst genommen. Ich kann nichts dafür, wenn er so naiv ist. Das hat doch mit Naivität nichts zu tun. Wie können Sie ein Kind dazu benutzen für so eine Nummer? Ihr macht Spaß. Sie freut sich, wenn wir Schminken spielen. Das Schminken macht ihr Spaß. Mhm. Aber ihn auszunehmen wie eine Weihnachtsgans, das macht ihr keinen Spaß. Wenn Sie wüssten, was ihr... Sie haben hier die arme, bemitleidenswerte Frau gespielt und haben, ne, so, ich werde von meinem Mann geschlagen, mein Kind wird geschlagen, ich muss hier raus aus dieser Hölle.
Daraufhin zahlt er ordentlich an sie. Und ganz ehrlich, wir haben das gerade gehört von der Kleinen, von der Lea. Ich tippe, er wird nicht der Einzige sein. Er ist vielleicht der Einzige, der hier heute rumgelungert hat und sich wirklich Sorgen gemacht hat. Also ich möchte nicht wissen, wie viele andere Männer, mit denen sie das auch schon abgezogen haben. Wenn ich mich hier so umsehe, da wurde hier schon ganz schön viel geschmiert, also, oder? Stimmt das? Also ich glaube das nicht. Du hast mir, ich wäre der Einzige und ich bin der Beste und ich tue dir so gut und so weiter. Du bist so lieb und so weiter und du willst mit mir in einen anderen Stadt ziehen. Das ist ja hier. Das ist ja hier kaum das Haus eines Hartz-IV-Empfängers, oder? Ich bin Unternehmer, ich verdiene mein eigenes Geld. Ja. Ich glaube gar nichts mehr. Ich glaube, hier war auch ein Bescheid von Ihnen, ne? Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Doch, beide. Ich habe trotzdem meine Firma. Ich bin Unternehmer. Aha, wissen die das? Also stecken Sie da auch mit drin? Sie wissen doch 100% von dieser Geschichte. Ich weiß gar nichts. Nee, natürlich. Okay, und der Freund, der angeblich Unternehmer ist, also Pustekuchen. Das Einzige, was unternehmen wird, ist eine Unternehmung bei uns zur Polizeiwache. Die Täterin und ihr arbeitsloser Freund wurden wegen Betrugs verurteilt. Außerdem erhielt die 29-Jährige Anzeigen wegen Vortäuschens einer Straftat und falscher Verdächtigung. Die kleine Lea ist wohlauf.